An der französischen Mittelmeerküste verbreitet eine eingewanderte Familie Angst und Schrecken. Ihre Geschichte spielt im Verborgenen. Für uns unsichtbar. In der Welt der Ameisen. Hier herrscht ein ständiger Kampf um Nahrung und Platz. Am Boden oder in alten Holzstämmen. Fremde werden hier gnadenlos bekämpft. So wie dieser Winzling. Gerade mal 2 Millimeter misst die argentinische Ameise. Dagegen wirkt die heimische Holzameise wie ein Riese. Allein hat der Zwerg keine Chance. Aber die argentinische Ameise ist nicht allein. Wenn diese Familie angreift, passiert etwas Ungewöhnliches. Der Kampf nimmt eine überraschende Wendung. Denn diesmal sind es viele. Und sie kämpfen mit unglaublicher Stärke. Die Machtverhältnisse zwischen Riese und Zwerg haben sich gedreht. Etwa 160 einheimische Ameisenarten leben hier an der Mittelmeerküste. Fast unbemerkt spielt jede von ihnen eine wichtige Rolle im komplexen System der Natur. Die Ernteameisen tragen die ersten Samen und Blüten in den Bau. Sie füllen die Nahrungsvorräte der Kolonie. Bei jeder Ameisenart arbeiten die Mitglieder ausschließlich zum Wohl der eigenen Kolonie. Die Arbeiterinnen übernehmen sämtliche Aufgaben. Ob Futtersuche, Abwehr von Feinden oder die Pflege der Brut. Männchen spielen in der Ameisenwelt nur für kurze Zeit eine Rolle, wenn es darum geht, die nächste Generation zu zeugen. Dann warten sie auf die einzige Herrscherin im Ameisenstaat, die Königin. Nach dem kalten Winter wird hart gearbeitet. Eine neue Generation muss bald Platz haben. Doch die scheinbare Ruhe trügt. Europaweit sind Wissenschaftler dabei, die Ameisen genau zu beobachten. Sie sind beunruhigt, weil die heimischen Arten von den eingewanderten argentinischen Ameisen bedroht werden. Die Biologen Olivier Bleit und Eric Provost besuchen ein kleines Wäldchen nahe der Stadt Cerest in Südfrankreich. Hier können sie die Auswirkungen der Ameiseninvasion direkt beobachten. J'ai grandi avec les fourmis d'Argentine. Ich bin mit den argentinischen Ameisen aufgewachsen. Wenn es so weit gekommen ist wie hier, ist es zu spät, um die argentinische Ameise zu bezwingen. Man müsste sie schon aufspüren, wenn sie das erste Mal an einem Ort auftaucht. Dann könnte man einen Vernichtungsplan durchführen. Aber sobald sie sich festgesetzt hat, ist es utopisch zu glauben, dass man sie wieder los wird.
Eric Provost forscht sein Leben lang an heimischen Ameisenarten. Er muss zusehen, wie die immer weniger werden. Und die winzigen argentinischen Ameisen immer mehr. In einigen Gegenden haben sie die heimischen schon komplett verdrängt. Ich habe mein Leben damit verbracht, Ameisen zu beobachten. Diese Invasion macht mich sehr traurig. Ich schaffe es nicht, die argentinischen Ameisen zu mögen. Die haben hier nichts zu suchen. Im klimatisch milden Mittelmeerraum finden sie allerdings einen idealen Lebensraum. Die Heimat dieser Familie liegt eigentlich in Südamerika, in Argentinien. Anfang des letzten Jahrhunderts reisten viele von ihnen über den Atlantik. Kaum zu entdecken, als blinde Passagiere an Bord von Handelsschiffen. Versteckt zwischen den feuchten Blättern der Palmen und den Kaffeesäcken, die zu Tausenden von Südamerika nach Europa transportiert wurden. Auf Madeira bildeten sie die erste Großfamilie, Anfang des 20. Jahrhunderts. Dann landeten sie auf dem Festland an. Wo genau die Invasion begonnen hat, weiß heute niemand. Klar ist nur, es war der Mensch, der den Tieren über die großen europäischen Häfen den Weg ins Paradies öffnete. Im Winternest der argentinischen Ameisen im Wäldchen herrscht Aufbruchsstimmung. In mehrere Richtungen schwärmen kleine Gruppen aus. Auch in diesem Jahr wollen sie ihre Macht erweitern. Dazu müssen sie neue Nester gründen, neue Futterquellen erobern und Konkurrenten verdrängen. In einer Welt der Gerüche kommunizieren sie mit chemischen Signalen und folgen unsichtbaren Spuren. Es sind nur wenige Meter zu ihrem neuen Zuhause. Und doch, in ihrer Welt sind es mehrere Kilometer. Sie brauchen nicht viel. Ein paar Dutzend Arbeiterinnen reichen aus. Ihr neues Zuhause kann unter einem Stein sein, in einem Garten oder einer verlassenen Höhle. Im Gegensatz zu den heimischen Ameisen sind sie nicht wählerisch. Königin wird hier allerdings nicht die einzige Herrscherin sein. Undenkbar im Nest einer heimischen Art, im Bau der argentinischen Ameisen teilen sich mehrere Königinnen die Gemächer. Fünfzehn bis 20 Königinnen pro Nest sind hier normal. Bald werden sie beginnen, Eier zu legen. Die Biologen müssen die Strategien der Invasoren verstehen, um ein Mittel zu finden, ihre Ausbreitung zu stoppen. Sie suchen nach Nestern, die sie im Labor untersuchen können. Schau, hier unter dem Stein könnte eins sein. Die Ausbreitung auf einer Fläche so groß wie ein Fußballfeld zu verstehen, ist enorm schwierig. Wer gehört zu wem? Welches Nest ist neu? Und in welchem Stadium? Hier ist Brut und eine Königin. Hier noch eine. Olivier Bleit ist ein Eindringling und wird sofort angegriffen. Die Vielzahl von Königinnen in einem Nest ist eine Strategie, um erfolgreich zu sein. Der Vorteil ist, dass mehrere Königinnen auch mehr Nachkommen erzeugen können. Das ist für die Macht der Kolonie sehr wichtig. Das ist die Königin. Dass sie hier frei rumläuft, würde für eine heimische Art das ausbedeuten. Verlässt die Königin den Bau, stirbt die Kolonie. Im Nest der argentinischen Ameisen ist sie nur eine von vielen und damit ersetzbar. Olivier Bleit nimmt Proben mit ins Labor.
Er will testen, wie aggressiv die Nester der argentinischen Ameisen untereinander sind. Morgen Anfang Juli. Im Wäldchen arbeitet die argentinische Familie an ihrem Bau. Sie brauchen mehr Platz und suchen ununterbrochen nach Nahrung. Argentinische Ameisen sind Allesfresser. Pflanzen und Insekten stehen auf ihrem Speiseplan, ob tot oder noch lebendig. Alles wird zerlegt. Schnell aber reichen die Vorräte in der Umgebung nicht mehr aus. Ein Überfall soll ihr Einflussgebiet erweitern. Nur wenige Meter entfernt liegt der Bau der heimischen Ernteameisen. Tief unten haben die Männchen ihre Pflicht an der Königin bereits getan. Die Arbeiterinnen an der Oberfläche sind die ersten, die die Eindringlinge bemerken. Ihr chemisches Alarmsignal dringt bis tief in den Bau. Überrascht drängen die ersten Soldaten nach oben, um den Angriff abzuwehren. Doch einzelne Angreifer stoßen bereits ins Innere des Baus vor. Der Kampf beginnt. Die einen spähen, die anderen greifen an. Die winzigen Arbeiterinnen attackieren Beine und Fühler. Noch können die Ernteameisen das Nest schützen. Doch schon nach wenigen Stunden erobern die Angreifer auch die untersten Kammern des Baus. Und dann passiert etwas Ungewöhnliches. Die Königin wagt sich aus ihrem Gemach. Sie hat keine Kampferfahrung und wird sofort angegriffen. Argentinische Arbeiterinnen verbeißen sich in ihren Gliedmaßen. Die winzigen Kiefer sind stark. Mit unglaublicher Kraft halten sie die überraschte Königin fest. Obwohl die ungefähr 10-mal größer ist, hat sie keine Chance. Selbst die Flucht ist aussichtslos. In einem stundenlangen, kräftezehrenden Kampf nehmen die Kleinen der Kolonie das Größte. Und löschen sie damit aus. Im Labor will Olivier Bleit den Krieg der Ameisen wissenschaftlich untersuchen. Ameisen derselben Art bekämpfen sich, auch wenn ihre Nester nur wenige Meter voneinander entfernt liegen. Im Kampf um Futter lässt der Forscher argentinische Ameisen von verschiedenen Stellen entlang der Mittelmeerküste gegeneinander antreten. Immer 100 gegen 100. Diese beiden Nester stammen aus Frankreich und Spanien. Ein Kampf auf Leben und Tod steht bevor. Aber das Gegenteil tritt ein. Das Futter wird sogar geteilt. Ob und mit wem sie teilen, entscheiden sie mit Hilfe ihrer wichtigsten Instrumente, den Fühlern. Tausende winziger Härchen auf der Oberfläche sind Zunge und Nase zugleich. Die Ameisen riechen und schmecken mit diesen hochempfindlichen Sensoren.
So unterscheiden sie auch Freund von Feind. Olivier Bleit findet zwar kleinere Unterschiede im Aggressionsverhalten, aber meistens kooperieren die argentinischen Ameisen, statt zu kämpfen. Als ob sie alle zu einer riesigen Kolonie gehören. Viele hundert Versuche führt der Biologe durch. Das ist eine schwierige Arbeit und sehr ermüdend, wenn man den ganzen Tag Ameisen zählt. 100 hier, 100 da, dann das Verhalten auswerten. Wenn ich am Abend ins Bett gehe, sehe ich nur noch Ameisen. Okay, die sind aus Marseille, die aus Cirest und die zwei sind aus Spanien. Eigentlich wäre das Grund genug, dass sie aufeinander losgehen. Um herauszufinden, warum sie das nicht tun, analysieren die Forscher den Geruch der Ameisen. Alle Mitglieder einer Kolonie haben dasselbe Parfum, eine chemische Mischung aus winzigen Molekülen, verteilt auf ihrem Körper und so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Daran erkennen sie sich. Dieser Cocktail wird mit einer Lösung abgewaschen und dann analysiert. Das Ergebnis ist erstaunlich. Die Hauptkolonie ist riesig. Hier in Dunkelblau sieht man das Profil von Arbeiterinnen aus einem Nest in Spanien. Es gehört zu dieser Hauptkolonie. Die hellblaue Kurve ist das chemische Muster der Arbeiterinnen, die ich in Marseille gesammelt habe. Und man sieht, dass diese Muster völlig übereinstimmen. Es gibt zwar einige Unterschiede, hier zum Beispiel, aber es sind quantitative Unterschiede, die keine Aggressivität verursachen. Diese Arbeiterinnen bekriegen sich also nicht, obwohl ihre Nester mehrere tausend Kilometer voneinander entfernt sind. Die eingewanderten argentinischen Ameisen sind also offenbar alle miteinander verwandt und kooperieren weit über die Grenzen der eigenen Kolonie hinaus. So formen sie einen gigantischen Superorganismus. Das spart Energie, und die ist wichtig im Kampf um die Macht. Wasser ist kostbar und selten. Jetzt, in den heißen Sommermonaten. Jeder Tropfen wird verwendet. Wer selbst nicht mehr braucht, speichert die Flüssigkeit im Hinterleib und trägt sie ins Nest. Das neue Nest der argentinischen Ameisen steht immer noch mit dem Ursprungsnest in Verbindung. Bei jedem Kontakt erkennen die Ameisen in Bruchteilen von Sekunden, wer zur Kolonie gehört. Die verschiedenen Nester kooperieren auch bei der Nahrungssuche. Nur wenige Meter entfernt hat eine Kolonie von heimischen Knotenameisen schon seit vielen Jahren ihren Bau. Auch sie sind auf der Suche nach Nahrung. Eine Arbeiterin hat etwas gefunden. Sie legt sofort eine Duftspur, um die anderen darauf aufmerksam zu machen. Auf dem Weg zurück ins Nest kommt sie der Straße der argentinischen Ameisen gefährlich nahe. Sie wird sofort angegriffen. Aber sie ist viel größer und schneller. Geschafft. Gerade noch davongekommen. Doch die Duftspur für die anderen Knotenameisen ist bereits gelegt. Und die folgen. Ein verhängnisvoller Fehler. Der Angriff der argentinischen Ameisen erfolgt schnell und präzise. Fühler und Beine sind die wichtigsten Instrumente der Ameisen und damit auch die ersten Ziele der Attacke.
Es ist nicht ihre Größe, es ist ihre Anzahl. Durch die Kooperation mehrerer Nester werden innerhalb von Minuten aus wenigen Hunderte. Und dann Hunderttausende. Über jeder heimischen Ameise bildet sich ein Haufen aus argentinischen Ameisen. Ein Schlachtfeld. Auch das Nest der Knotenameisen bleibt nicht verschont. Und der Kampf endet mit einer Katastrophe. Sie haben die Königin, den größten Schatz der Kolonie. Wenn sie stirbt, ist auch die Kolonie dem Tod geweiht. Nicht nur in dem kleinen Wäldchen nahe Ceres verbreitet der Superorganismus Bedrohung, Terror und Tod. Les fourmis d'Argentine constituent vraiment un problème énorme. Die argentinischen Ameisen sind ein riesiges Problem. Insbesondere was die Vielfalt unter den Ameisen betrifft. Sie hat einen beträchtlichen Einfluss auf die Fauna und auf alle Insekten. Ameisen, aber eben auch andere. Die rütteln an den Grundfesten des Ökosystems. Sie sind wirklich ein sehr großes Problem. Weil sie, anders als in ihrer Heimat, so gut wie keine Feinde wie Parasiten oder argentinische Ameisen eines anderen Nests haben, konnten sich die Invasoren vor allem entlang der Mittelmeerküste ausbreiten. Jahrzehntelang haben sie ihre Macht erweitert, weitgehend unentdeckt. Inzwischen haben sie den größten Organismus unseres Planeten gebildet. Mehrere tausend Kilometer reicht er von Frankreich über Spanien bis nach Portugal und nach Osten bis Italien. Die Balearen, Korsika und Sardinien werden gerade erobert. Auch im Doñana Nationalpark an der andalusischen Küste sind die Invasoren schon angekommen. Die Natur scheint hier in Ordnung. Und doch verändern sich manche Orte bereits dramatisch. Eine Besonderheit des Parks sind große, einzeln stehende Korkeichen. Eigentlich ist es den argentinischen Ameisen im Park viel zu trocken und zu heiß. Im Schatten der Korkriesen aber hält sich die Feuchtigkeit. Wie sie es geschafft haben, die Bäume zu erreichen, ist noch nicht geklärt. Die Eichen bieten für Wissenschaftler eine einzigartige Möglichkeit. Sie können die Fremdlinge in einem klar umgrenzten Gebiet untersuchen. Die Hoffnung von Biologen wie Chimcherda, wenn man die Strategien der argentinischen Ameisen entschlüsselt, kann man möglicherweise auch die weitere Ausbreitung eindämmen. Es ist offensichtlich, dass Menschen die argentinische Ameise mit nach Doñana gebracht haben. Man weiß nicht genau wann, aber ganz sicher war es der Mensch. Denn am Anfang gab es sie nur in den wenigen Häusern des Parks. Cerda glaubt, dass ihre Geschwindigkeit den argentinischen Ameisen einen enormen Vorteil verschafft. Er will es herausfinden, mit einem Experiment. Winzige Fruchtfliegen, ein Leckerbissen für Ameisen.
und ein gutes Beispiel für den Wettlauf aller Ameisen und Aasfresser um Nahrung auf dem Boden. Wer wird zuerst am Ziel sein? Und in welcher Geschwindigkeit? Die erste ist eine argentinische Ameise. Auch die Temperatur auf dem Löffel wird gemessen. Unter mehreren Dutzend Bäumen wiederholt Cerda das Experiment. Zu unterschiedlichen Tageszeiten. Was er sieht, ist immer ähnlich und eindeutig. Das Ergebnis hat uns sehr überrascht. Wir haben nicht gedacht, dass die argentinische Ameise so extrem effizient ist. Sie ist bei der Futtersuche die schnellste von allen in Doñana lebenden Ameisenarten. Aber sie ist stark eingeschränkt durch die Temperatur. An sehr heißen Orten oder wenn es am Tag zu heiß ist, kann sie nicht arbeiten. Nur dann kommen die anderen Ameisenarten zum Zug. Weil sie die schnellste ist, nimmt sie anderen Arten die Nahrung weg. Eine weitere Strategie im Kampf gegen Konkurrenten. Denn je größer die Kolonie wird, desto mehr Nahrung braucht sie. Der Kopf eines toten Vogels bietet wertvolle Proteine und wird sofort zerlegt. Aber auch andere wollen an der Delikatesse teilhaben. Doch die argentinischen Ameisen teilen nicht und sie dulden keine Nahrungskonkurrenten. Der Panzer des Schwarzkäfers ist zu hart, um ihn zu töten. Aber die Bisse in Fühler, Beine und Gelenke reichen aus, um ihn zu vertreiben. Wie groß der Einfluss der argentinischen Ameisen auf ein gesamtes Ökosystem ist, wird unter Wissenschaftlern diskutiert. Ob andere Arten von der Invasion betroffen sind, Amphibien, Vögel, Nagetiere, das ist bislang völlig unklar. Man weiß nur, wo die argentinischen Ameisen hinkommen, ist für andere Ameisen kein Platz mehr. Sie sind zu stark, zu schnell, zu mächtig. Im Wäldchen bei Serest ist das neue Nest bereits fertig. Unter einem Stein haben sie Gänge gegraben. Das Nest ist klein und nicht besonders aufwendig gebaut. Es hat keine Kammern und reicht nicht einmal einen halben Meter unter die Erde. Somit kann der Bau der Familie jederzeit verlegt werden. Die Kolonie ist flexibel, im Gegensatz zu den Nestern heimischer Arten. Es ist ein rastloses Leben, das die Arbeiterinnen führen. Die meisten sind immer auf Nahrungssuche. Ein Holunderbaum nahe des Nests verspricht reiche Beute. Denn abgesehen von den süßen Früchten bietet er noch etwas. Blattläuse saugen an den Blättern der Pflanzen. Die Pflanzenschädlinge werden von den Ameisen nicht angegriffen. Im Gegenteil. Sie tragen etwas Kostbares in sich.
Eine süße Flüssigkeit voller Energie. Honigtau. Für die Ameisen sehr wertvoll. Im Gegenzug für die kostbare Nahrung beschützen die Ameisen die Läuse vor Feinden, vor allem Marienkäfern. Das nutzt beiden und schadet der Pflanze. Mit aufgepumptem Hinterleib geht es zurück zum Nest. Die Bäume im Wäldchen sind schnell erobert. Die Energie des Honigtaus fehlt den anderen Ameisen. Die Biologen Olivier Bleit und Eric Provost wollen herausfinden, wie schnell die argentinischen Ameisen ihre Macht erweitern. Hier in Cerest ist es dafür zu spät. Sie brauchen einen Ort, an dem die Invasion noch nicht so weit fortgeschritten ist. Ideal ist dafür eine Insel. Korsika ist vor allem wegen seiner Ökologie sehr interessant. Die Insel ist ein Hotspot der Biodiversität. Es gibt viele Arten, die nur dort vorkommen. Die Tier- und Pflanzenwelt ist sehr reich. Allein mehr als 80 verschiedene Arten von Ameisen. So wie die argentinischen Ameisen hier auf der Insel angekommen sind, so war es vor etwa einem Jahrhundert auch auf dem Festland. Wieder hat sie der Mensch gebracht. Die Hoffnung der Forscher, auf Korsika können sie den Vormarsch der argentinischen Ameisen und ihren Einfluss auf andere Tiere und Pflanzen untersuchen. Viele der großen Bäume haben sie bereits erobert. Die Forscher suchen die Frontlinie der Invasion. Als Bleit hier vor 2 Jahren schon einmal nach Ameisen suchte, gab es vereinzelt argentinische, aber auch viele heimische Arten. Und jetzt? Wir legen Honig aus. Der ist für die Ameisen, die alles fressen, aber Süßes bevorzugen, wie die argentinischen Ameisen. Der Thunfisch ist für die Allesfresser, die lieber Fleisch mögen. Und die Kekse sind für die sogenannten körnerfressenden Ameisen. Für jede Art ist etwas dabei. Die ersten sind wie erwartet die argentinischen Ameisen. Und der energiehaltige Honig wird sofort verzehrt. Die Forscher warten. Aber keine andere Art lässt sich blicken. Die Einwanderer trinken sogar das Öl des Thunfischs. Wir werden jetzt noch ein paar Minuten warten, um sicher zu sein, dass wirklich keine heimischen Arten mehr kommen. Sie warten vergebens. Keine einzige heimische Ameise findet den Weg zum reichhaltigen Futter. Nur argentinische Ameisen. Etwa 1 Kilometer weiter findet Olivier Bleit, wonach er auf dem Festland vergeblich gesucht hat. Ein Gebiet, das die argentinischen Ameisen noch nicht ganz erobert haben. Ici, on est sur le front d'invasion. Hier sind wir jetzt an der Front der Invasion. Wir haben in wenigen Minuten etwa 10 heimische Arten gefunden, aber auch die argentinische Ameise. Drüben zum Beispiel auf dem Hügel gibt es ein sehr großes Nest argentinischer Ameisen. Und hier ein Nest einer lokalen Art. Die Forscher erkennen, dass die argentinischen Ameisen nicht entlang einer Linie vordringen. Es gibt Punkte, wo sie plötzlich auftauchen, weil sie von Menschen immer wieder eingeschleppt werden. Der Mensch beschleunigt ihre Ausbreitung um ein Vielfaches. Mit unterschiedlichen Methoden analysieren die Wissenschaftler die heimische Ameisenwelt.
Das ist in dieser Ausführlichkeit noch nie gemacht worden. Fallenstellen ist ein Teil dieser Analyse. Wer hier hineinfällt, kann eindeutig erfasst und bestimmt werden. Die Fragestellungen sind vielfältig. Wo gibt es welche Arten? Wie reagieren sie auf die Ankunft der Invasoren? Und welche Auswirkungen haben die argentinischen Ameisen auf die Ameisenvielfalt? Eine weitere Methode: suchen. Und dann finden sie etwas Außergewöhnliches. Eine Tapinoma. Nimmst du sie mit? Der Inhalt des Saugröhrchens erzählt die Geschichte eines harten Verdrängungskampfes. Mit einer Besonderheit. Überall, wo wir diese Art finden, Tapinoma, gibt es keine argentinischen Ameisen. Gibt es hier vielleicht zum ersten Mal eine Art, die der argentinischen Familie Paroli bieten kann? Lebt auf Korsika vielleicht sogar eine Art, die man gegen die Invasion einsetzen könnte? Viele Wochen und Monate dauert die Bestandsaufnahme. Eins, zwei, drei, vier. Dieser Unterschied ist echt beeindruckend. Hier rechts des Biguglia-Teichs leben nur argentinische Ameisen und hier links nur heimische Arten. Die Untersuchungen der französischen Forscher zeigen, Tapinoma kann sich wirklich gegen die argentinischen Ameisen behaupten. Um sie allerdings zu vertreiben, dazu ist auch sie zu schwach. Der Vormarsch scheint kaum aufzuhalten. Und im Zuge des wärmer werdenden Klimas werden auch andere Gebiete Europas von der Invasion bedroht. Denn wenn es milder wird, könnten die argentinischen Ameisen auch die Winter weiter nördlich überstehen. Am Biozentrum der Universität München wird seit vielen Jahren an Ameisen geforscht. Die argentinischen waren bis vor kurzem kein Thema. Das aber hat sich geändert. Wir müssen natürlich eigentlich mit dem Schlimmsten rechnen. Wir können nicht sagen, die Tatsache, dass sie bisher nicht in Deutschland auftreten, schützt uns bis in alle Ewigkeiten davor, dass diese Ameise hier auch sich etabliert. Also so gesehen sollte man schon damit rechnen und es auch rechtzeitig untersuchen und Lösungsmöglichkeiten finden. Dazu analysieren die Forscher die Sprache der Ameisen. Ihr künstliches Nest wird mit einer Futterquelle verbunden, süßem Honig. Es dauert nur wenige Minuten, bis die Ameisen ihn entdecken. Die Wissenschaftler können beobachten, wie die Tiere eine Duftspur aus Pheromonen zurück ins Nest legen. Immer auf dem kürzesten Weg. Die chemischen Moleküle dieser Spur stammen aus einer winzigen Drüse im Hinterleib der Ameisen. Die Idee der Forscher, sie wollen diesen Stoff aus der Drüse herausholen, um dann selbst eine Duftspur legen zu können. Eine nur wenige Hundertstel Millimeter große Drüse aus der Ameise zu bekommen, erfordert Ruhe und Geduld. Aber es funktioniert. Mit dem Inhalt der Drüse zeichnen sie nun eine eigene Spur. Die wird dann in die Versuchsanordnung eingesetzt. Wenn die Idee aufgeht, sollten die Ameisen jetzt einen Umweg laufen.
Und genau das tun sie. Sie folgen der Spur der Forscher. Wenn man diese Pheromone künstlich herstellt und in der Natur dann ausbringt, dann kann man praktisch den Informationsfluss komplett stören, sodass das geordnete natürliche Verhalten nicht mehr funktioniert bei den Ameisen. Was dann langfristig die Folge hat, dass weniger Futter, keins bis weniger Futter ins Nest gebracht wird und dadurch die Populationen nicht so wachsen können oder sogar ganz stark zurückgehen können im Idealfall. Das wäre ein Mittel zur Kontrolle. Noch aber sind das nur Laborversuche. Ob es im großen Stil auch in der Natur funktionieren könnte, weiß niemand. Im Wäldchen geht der Sommer zu Ende. Und im Bau der argentinischen Ameisen wachsen die Nachkommen heran. Die Eier und Larven werden ständig herumgetragen. So bleibt alles im Fluss. Es liegt in ihren Genen, dass die Familie ständig in Bewegung ist. So sind sie vorbereitet, falls etwas Unvorhergesehenes passiert. Die Nachkommen müssen unaufhörlich von Parasiten befreit und gefüttert werden. Nur so können sie wachsen und die Armee der Arbeiterinnen verstärken. Bald werden die Ameisen 90% ihrer eigenen Königinnen töten. Junge Königinnen sind fruchtbarer und ihre Brut noch zahlreicher. Was aber bedeutet der Krieg der Ameisen für Tiere, die in der Nahrungskette höher stehen? Im spanischen Doñana Nationalpark will ein Team von Wissenschaftlern genau diese Frage beantworten. Sie glauben, dass es mit Hilfe der alten Korkeichen gelingen könnte. Wir haben die Korkeichen ausgewählt, weil es in Doñana sonst fast nur Gestrüpp gibt. Und die Korkeichen formen hier so etwas wie eine Insel, ein kleines geschlossenes Ökosystem. Und deshalb haben wir 10 Korkeichen ausgewählt, die noch nicht von den argentinischen Ameisen bevölkert sind, und 10, die sie schon erobert haben. Um den Einfluss der Invasoren auf das klar abgegrenzte Ökosystem Korkeiche zu erforschen, müssen die Wissenschaftler aber zuerst herausfinden, wer hier überhaupt lebt. Insekten, Amphibien und Säugetiere. Jeder Gruppe werden eigene Fallen gestellt. Die Korkeiche wird eingezäunt. Die Fallen für die Insekten werden mit Seifenwasser gefüllt. Und erstaunlicherweise schrecken die argentinischen Ameisen nicht einmal davor zurück. Mehrere Jahre lang haben die Forscher die Korkeichen untersucht, Buch geführt über jedes Tier, das sie gefunden haben. Bereits bei der Feldarbeit vermuten die Biologen, dass sich die Befürchtungen bestätigen. An den Stellen, wo die argentinischen Ameisen leben, verändert sich die übrige Tierwelt. Denn die argentinischen Ameisen töten nicht nur die heimischen. Ihre Gesamtmasse ist auch viel größer als die aller heimischen Ameisen zusammen. Weil sie sehr aggressiv sind, könnte das die größeren Tiere vertreiben. Im Keller der Biologischen Fakultät der Universität Sevilla lagern alle Proben, die die Forscher um Elena Angulo gesammelt haben. Ein Großteil der Tiere, die in der Korkeiche ihr Zuhause haben und die sich innerhalb dieses Systems ernähren. Ein Kreislauf, der durch die argentinischen Ameisen ins Wanken gerät.
Sie sind eine große Bedrohung, auf jeden Fall, was die Ameisenvielfalt angeht. Sie vernichten auch auf den Korkeichen alle anderen Arten. Aber wir haben auch schon in anderen Bereichen des Ökosystems bemerkt, dass sie sich negativ auswirken. Manche Tierarten zum Beispiel kommen in den von den argentinischen Ameisen bevölkerten Korkeichen nicht mehr vor. Oder sie sind dort seltener. Ein Ökosystem komplett zu analysieren, ist eine enorme Herausforderung, birgt aber völlig neue Möglichkeiten. Das ist wirklich eine interessante Phase der Studie, weil man den Einfluss jeder Art direkt sehen kann. Jedes Mal, wenn wir einen Magen aufschneiden, sind wir gespannt, ob und wenn ja, welche Ameisen wir finden. Draußen ist es schwierig zu beobachten. Aber hier, wenn wir die Mägen aufschneiden, haben wir Einblick in die Nahrungskette unter diesen Bäumen. Die Forscher erkennen erste Einflüsse auf Amphibien. Die Kreuzkröte beispielsweise frisst argentinische Ameisen. Und weil es so viele davon gibt, werden auch die Kröten mehr. Es gibt aber auch Arten, die die argentinischen Ameisen nicht fressen. Mangels anderer Nahrungsquellen werden sie aus dem Ökosystem vertrieben. Noch stehen diese Versuche erst am Anfang. Die langfristigen Folgen zu untersuchen, wird wohl noch Jahre dauern. Es ist Herbst im Wäldchen. Im Bau der argentinischen Ameisen muss die nächste Generation lernen zu kämpfen. Es brodelt. Der Kampf um die Macht geht weiter. Das letzte Ziel dieses Jahres ist der Bau einer Kolonie von schwarzen Holzameisen. Mehrere tausend leben im Inneren dieses Stamms. Sie spüren die Gefahr, auch wenn die Vorhut der Angreifer noch kaum zu entdecken ist. Die Späher sind die Ersten. Sie verstecken sich in winzigen Ritzen. Doch sie werden entdeckt. Holzameisen sind starke, zähe Kämpfer. Und ihre Größe lässt sie übermächtig erscheinen. Sie schärfen die Sinne. Ihre riesigen Kiefer zermalmen die winzigen Angreifer. Die erste Welle wird mit großem Einsatz abgewehrt. Schnell müssen die Eier in Sicherheit gebracht werden. Denn die nächste Angriffswelle rollt. Unaufhaltsam. Und diesmal kommen sie in großer Zahl. Wenige Zehntel Millimeter großen Füße der argentinischen Ameisen krallen sich in den Stamm. Selbst die mächtigen Holzameisen kommen gegen diese Kraft nicht an. Oben am Stamm und auf dem Boden. Das Umfeld der Kolonie wird zum Schlachtfeld, auf dem es kein Entrinnen gibt.
Die Angreifer verbeißen sich in den Gliedmaßen und trennen Stück für Stück die Fühler ab. Ohne die wichtigsten Orientierungsinstrumente haben selbst die Riesen keine Chance. Der Kampf wird sich über Wochen hinziehen. Der Verlauf steht aber fest. Die argentinischen Ameisen werden weiterkämpfen. Bis in den eigenen Tod. Denn egal wie viele sterben, sie sind immer noch in der Überzahl. Und töten Ameise um Ameise. Ein kriegerisches Jahr geht zu Ende. Weitere werden folgen. Bald werden neue Gruppen aufbrechen und neue Nester gründen. Sie werden in Verbindung bleiben und kooperieren. Sie werden weiter töten und auf ihren Raubzügen die heimischen Arten vernichten, die Arbeiterinnen, die Brut und die Königinnen. Und bislang haben weder die Natur noch der Mensch ein Mittel dagegen. Ihr Hunger nach Macht ist ungebremst. Er macht die Superkolonie der argentinischen Ameisen zum größten Raubtier der Welt. Diese Woche suchen Wissenschaftler Mittel gegen die weltweit immer häufigeren Flutkatastrophen. Und gleich begleiten wir eine von Geburt an Taube in die Welt der Töne. Nathalie oder der Klang nach der Stille. Ein Dokumentarfilm.